Jo, liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Schwert. Heute geht's weiter mit der Erkundung von Score City. Los geht's. Okay, wirklich noch Score City, weil hier soll eigentlich das Finale stattfinden. Hopp ist mit Amor. Und das ist halt, wie gesagt, die Score City ist übrigens London nachempfunden. Dieser Platz in der Mitte ist Piccadilly Circus. Big Ben links. Und das große Stadion, wo dann später das Finalturnier stattfinden soll. Und die Musik, die gerade so ein bisschen im Hintergrund läuft, diese Stadtmusik, das ist doch die alte Musik aus von Team Rocket, aus den Rocket-Verstecken. Boah, wir sind wirklich hier. Score City. Hier passiert es. Hier wird in jedem Fall in die Geschichte eingehen. Du weißt schon, welche neue Champion-Gale Region werde. Ich glaube, ich jetzt schon schafft aus dem Stadion. Jetzt wird richtig reingekürzt. Wir sehen uns dann beim Score-Stadion. Bis dann. Ja, wir sehen uns dann jedenfalls wieder. Das weiß ich. Aber wir. Was wir heute machen, ist jedenfalls uns mal um Score City zu kümmern. Wir sind um die Stadt mal genauer anzugucken. Wer das nicht möchte, der kann ja in die nächste Folge schauen. Diese Folge versuche ich die Stadt gesagt ein bisschen mal anzugucken. Aber jetzt erstmal unser Team wieder heilen. Mich wohnt das immer noch, dass man es dann sich nicht dann oder noch nicht weiter weg. Ich werde das auf jeden Fall aufspielen nochmal versuchen, ich fette. Dass ich auch wieder in die Entwicklung zurückbekomme. So, ich muss mal gucken, ob es da irgendwie eine Lebensmittelmöglichkeit gibt, wie eine Massage oder sowas zu machen. So, als erstes haben wir hier hinten ein Item. Und zwar ist das ein. Gut, das ist ein Top-Beleber. Das ist sehr praktisch jedenfalls. Was haben wir hier? Und nein, ich habe mich bisher bewusst noch nicht so genau angeguckt. Und hier ist wieder so ein Kämpfer. Willkommen im Kampfcafé. Du kannst bei uns einmal pro Tag kämpfen. Gewinnst du. Es gibt eine Belohnung. Etwa süße. Was kostet das Haus? Machen wir doch nicht. Ja. Dann mal los. Ne? Wir nehmen uns ein. Kleines Kreuz ist voll Action. Okay, das hat man ja schon. Haben wir ja schon Klassik gehabt, den Typen. Ich hoffe, dass der jetzt ein bisschen was stärker ist. Jedenfalls heißt der Herr Aiden. Der setzt sich gleich in Pokémon ein. Finde ich wieder als Savajone. Und Pokus hat. Ich glaube, Savajone ist jetzt mal eine andere Form. Und sie sind jetzt Level 47. Ich glaube, das wird ein bisschen näher sein, wenn man einfach Präzisionsschützen hat. Okay, das reicht noch nicht. Alter, du kannst Flammenrufen nutzen. Okay, tschüss, Sonne. Mann, wie so eine Kappe verlierst du wieder die Sympathiepunkte. Ich muss mal gucken, ob es immer eine Massage oder sowas gibt für das Pokémon. Dass ich es alsbald entwickeln kann. So, Präzisionsschild. Ich hätte den Fokus an, ich hätte ihn wohl, ich hätte ja aus der Pavillone rausnehmen können. Nein, wo ich bin, der Fokus an, wenn ich da ein bisschen Luft bekomme. Na Blitz. Du kannst aber auch alles. Ich muss diese Scheiß nur noch mal raus. Dieses Savajone mal rausnehmen. Tschüss, Savajone. Präzisionsschuss. Weg damit. Ich darf nicht lange bleiben. Okay, so im ersten Liter. Ja, du Volltreffer, klar. Tschüss. Du jetzt für ein Item. Du wirst es wahrscheinlich wieder ein Hugomil Entwicklungs-Item geben. Der Kampf war so ein Pickel wie ein Glaszahn. Nanasaft! Okay, was ist das Vergnügen, das ich dir versprochen hatte? Ein maximaler Sada.
Alola. Okay. So, aus Alola kommen alle Standardprobleme. Das ist quasi wie ein Hyperheiler. Ja, wie gesagt, ich werde dann aufs Gebiet nicht nur ein bisschen in der Naturzone trainieren müssen, wenn wir dann immer mal hier lösen. Bevor es dann den Schrank kapiert. So, okay, hier sind noch Klamottenläden. Hier ist noch schon eine Friseur. Ja, dann gucken wir uns hier unten um, ob ich hier unten irgendwo was noch habe, was es vielleicht noch ein bisschen weiter könnte. Erstmal bringt hier was, das ist ein Giftschlag-Klumpen. Gut für Gift-Pokémon. Sieht aber cool aus. Ja, die Tänze, die landen wird. Nugget. Klingt auch ein bisschen Geld. Boah, Geldprobleme sollten wir hier in diesem Spiel definitiv nicht mehr haben. So. Habe ich hier noch irgendwas entdeckt? Was wir sehen. Hier sind noch Häuser. Teures Verdero. Echt super. Aber versucht doch nächstes Mal einfach so ein Schloss zu sein. Ach, da hängt er oben. Ich glaube, das Viech hat sich irgendwie in die Tür eingeschlossen. Okay, schauen wir nicht. Oh, sehe als ein Smartrot an meinem Fahrrad. Da weiß bestimmt, dass Roter gerne verschiedene motorbetriebene Geräte öffnet. Oh ja. Wenn du wissen willst, wie es funktioniert, dann kämpfe ich mich um meine Rotom. Okay. Du hast gleich Bock, dass du schaust. Zeige dir, wie vielseitig Rotom sein kann. Okay, dann komm mal, das kann man tatsächlich empfangen. Was macht er denn überhaupt? Er fängt zumindest auf jeden Fall mit einem ersten Rotom an und das ist ein Rasenmäher, so Rotom. Das dürfte vom Typ Pflanze sein. So. Ich finde, das ist ein Totonator, weil das sinnvoller ist, gerade das ist Level 34, weil ich mir wundere, dass irgendwie Minimum 10 Level höher ist, weil, so du nicht schild, okay. So, jetzt gucken wir mal, ob das Pflanze oder Elektro ist. Ich glaube, es dürfte Elektro sein. Okay, jetzt geht auf Voltwechsel. Das ist ein Elektro-Pokémon, die Elektro-Pokémon. Okay, das große Pokémon ist das Wasch-Rotom, das ist schon viel Wasser jedenfalls. Das heißt nochmal Pekko. Also, weil ich es richtig gesehen habe, hat er drei Stück. So, dieses Pokémon geht auf jeden Fall Hydro-Pumpe ein. Ist da Waschmaschine nachgefunden, also diesmal ist es einer, die hat so ein Stoff mit Wasser und ich kenne diese Form nicht, deswegen aber noch kein Input. Achso, das ist für den Typ Wasser-Elektro. Ja, oder Elektro-Wasser, wie auch immer. Okay, ja, nee, alles gut. Deswegen ist es neutral. Ich hätte allerdings ansetzen müssen. Das ist Elektro-Wasser sein. Ob das voll jedenfalls die Wahl, weil dann. Ja, doch, Elektrowasser. Und das andere Elektropflanze. Was hast du denn hier für? Was hast du denn dafür? Nichtwerte. Schwebe. Ach, das ist ja zum Kotzen. So, ich komm mal drauf. Das ist aber auch alles, was du irgendwie auskontern kannst, ne? Das ist irrlich. So, du hast jetzt bestimmt das nächste. Das nächste müsste wieder das Rasenmäher-Rotom sein. Das dürfte schon die ganze Retro sein. Klar. Wie geht das immer auf Lichtschild? Ich gehe jetzt nochmal auf Präzisionsschuss. Weil das hat jetzt einfach die Hälfte der Lichtschild, ja. Das
ziemlich lästig, der Typ. Schon mal Geschichte. Bitte mal, 56 und Talent 57. So, haben wir jetzt irgendwas noch, was ich jetzt nicht mehr. Du hast immer noch ein Rotem. Hast du jetzt noch ein Feuerrotem? Rotem. Ein Ofen. Ja, das ist doch ein Feuertyp, Feuerelektriker. Jetzt habe ich zumindest was, was, sieht, was ich machen kann. So, es müsste jetzt reichen. Komm, weg damit. Ja, endlich. Mein Gott. Also sind jetzt, ob jetzt noch eine Form gibt, ich weiß nicht, wie viele es gibt. Hier, das stimmt. Jedenfalls hat er keine mehr. Ach, aber Rotem rettet ist doch sein Typ. Seine Taktung ist die Form wechseln. Ja, es bleibt aber nebenbei Typ Elektro. Jetzt hat er meine Rotom besiegt. Ja, dir ist der Katalog besser aufgehoben. Ein Rotom-Katalog. Wir können doch der Rotom Siegskräte aufgesetzt in diesem Katalog kann Rotom Geräte schlüpfen und sie wieder verlassen. Okay. Okay. Doof. So. Dann haben wir das Haus durch. Und jetzt haben wir hier eine junge Dame mit einem Kaisuri und einem Mobile. Es kann zwar wehtun, aber wenn einem so deutlich einfach umgeführt wird, wer der Gewinner und wer der Verlierer ist. Aber es ist auch eine gute Chance, sich jetzt Bild von der eigenen Stärke zu machen. Und durchaus, ja. So. Ein Künstler. So, der Montenegro, hast du völlig eins? Ja, tausch es gegen, bitte gegen mein Duraludon. Nein, ich habe keins. Und wenn, würde ich es ja nicht geben. Weil, es soll mein Team sein. Ich bin selber darauf dran, es irgendwie zu geben. Ich habe doch keine Zeit mehr, eigentlich schon Regal noch Arbeit zu lesen. Deshalb freue ich mich stattdessen an den Erinnerungen, die hochkommen, wenn ich mir die Bücher rücken ansehe. Und by the way, kann ich Duraludon auf der Route 10 auch fangen? Also brauchen wir es nicht. Wenn ich es schaffe, beim Finale auf dem großen Monitor im Sternen zu erscheinen, dann ist mein weltweiter Durchbruch. Als Modell wahrscheinlich. Ne? Oh, ein Schlaratte und ein Knappe. Cool. Okay, aber beide noch nicht Pokémon. Ich denke, dass sich Pokémon ist dann einfach richtig entwickelt, wenn es mit Menschen zusammenliegt und viele von euren Freunden findet. Ja, durchaus. Das so ein Neon Tech Champ losgeht, von Menschen und Pokémon finden überall her. Das ist wie ein großes globales Fest. Es gibt immer mit Trainer, die nicht Champ-Kämpfen sehen und dadurch richtig angesprochen werden. Das macht die Kämpfe viel aufregender. Reihe. Scott City ist nicht klein. Ah, meine Eltern haben mit, beide als Sieger gestellt. Deswegen sind sie nicht so aus der Champ-Camp. Und ich frage beide mich hier. Du hast auch einen Bommel. Das ist ein Pokémon, da wird ja nicht langweilig. So, dann haben wir hier oben noch was. Und zwar ein Labyrinth. Und der Herr hier, der gibt uns auch noch was. Du bestimmte Pokémon kämpft. Ultimative Attacke lernen. Möchtest du, dass ich einem deiner Pokémon als solche beibringe? Welche Pokémon soll ich meine Attacke beibringen? Ja, er bringt euch Wasser. Wie. Ach, Moment. Für den Aquahaubitze, genau.
So, Aquarobitz ist 150er Stärke. Und da ich mit zwei Attacken. Nehme ich also das hier raus. Aquarobitz auf jeden Fall rein. Der Schlüssel zum Erfolg mit den ultimativen Attacken liegt daran, wie somit ja zerstörerischen Kraft. Wenn wir feuern eins anderes. Ja, ich glaube, Glurak und so kann ja noch den Feuerdienst lernen und dieser Flo kann ja dann noch. Ihr wisst, was ich meine. So, jedenfalls. Gibt ja noch die anderen beiden. Die Kombinationsattacken sind das. Kann man im Doppelkampf als Kombination ansetzen. So, habe ich hier irgendwie gerade mich vertan? Also, da geht's auch nicht rein. Okay. Weil ich möchte gerne mal gucken, was dieses Item. Okay. Was dieses Item hier oben ist. Und zwar ist das. Einmal Grassam. Gibt's denn damals Pokémon zum Fragen und sitzt es in allen, wenn ein Grassam aktiv ist. Und dadurch seine Verteidigung erhöht. Okay, das ist vielleicht gar nicht mal so schlecht für. Für Bluebella, wenn es zum Beispiel die Dynamax. Dann kriegt sie ja diesen krass. Samen, krass Welt. So, habe ich da oben irgendwas vergessen? Ne? Weil eigentlich bin ich jetzt hier auch durch. Wie habe ich ja gemacht, die Häuser? Hier bin ich auch durch. So. Ich glaube, dann habe ich auch alles soweit durchgearbeitet. Dann müsste ich auch alles auskennen. Was City betrifft. Ich knipse so viele Fotos, wie ich kann. Solche Schnappschüsse sind für mich kleine Glücksmomente in Konzerten. Und guck mal, das ist für die, wenn wir Selfies machen, das ist immer extra süß. Mein Trainer ist, kann man überall auf der Welt Leute herausfordern. Das ist so cool. Ja, man kann voll sehen, wie sehr Dini in den Kampf liebt, den nur an wie dabei lächelt. Ja, warte, wenn wir die Fälle sind. Hier ist das Pantheon-Mars, halt Alex. Und es ist super cool. Ja. Passt schon. Okay, das Wetter kann. Das Wetter. Gut. Okay, Leute. Dann müssten wir durch sein mit der Folge heute, oder? Trainieren die beiden Glumander, bis sich irgendwann entwickelt. Mit eurer Bildung stärker. Ich will auch meine Arena natürlich mitmachen. Mit meinem Glurak. Weißt du, was ist Glurak? What the fuck? Ja, damit. Naja, wie auch sei. Gut, dann mache ich jetzt den Break. Wir sehen es halt, wir machen das aber. Wir machen das richtig. Wir machen nämlich uns hoch erstmal auf dem Stadion, bevor wir dann irgendwas machen, weil die Geschäfte, die brauche ich nicht abgeben. Die erklären sich größer von selbst, das ist jeder dasselbe, was immer so ist. YouTube. Hm, das war ein hat sich doch gelohnt, hier hochzugehen. Nö, ist nur verloren. Okay. Kann man Pokémon mit schweben lassen, wenn er vom Bodenattacken nicht getroffen. Bitte mal sein. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Dann geht's weiter mit Let's Go Pokémon Schwert. Und dann machen wir uns Scar City auf. Und dann geht's mit dem Finalturnier dann endlich. Bis dahin, auf Wiedersehen. Tschüss.